Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie Daten von RAID Level 1 und Level 0, Ihren knapp des 219 NAS-Geräts wiederherstellen können, wie man versehentlich gelöschte Dateien aus dem Papierkorb wiederherstellt und was man tun kann, wenn die Papierkorb-Funktion nicht aktiviert ist. Der Zugriff auf die RAID-Festplatten ist aufgrund eines NAS-Ausfalls verloren gegangen oder das RAID befindet sich in einem degradierten Zustand. Dieser knapp NAS-Modell verfügt über zwei Festplatten. NAS bietet die Möglichkeit, verschiedene RAID-Speicherstufen zu erstellen, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Aber selbst bei den zuverlässigsten Speichersystemen kann es zu unvorhergesehenen Situationen kommen, zum Beispiel versehentliche Löschen von Daten, Formatierung des Laufwerks, Beschädigung des Laufwerks, Systemausfall, Ausfall des Controllers oder anderen Hardware und so weiter. Infolgedessen können wichtige Informationen verloren gehen. Dieses Modell unterstützt zwei Arten von RAID, RAID 1 und RAID 0, sowie JBOD, auch bekannt, ein lineares RAID, das kein RAID ist. Folglich wird Redundanz auf diesem NAS nur durch gespiegeltes RAID gewährleistet. Um im Falle eines Festplattenausfalls in RAID 0 oder JBOD gehen einige Informationen verloren. In diesem Video werden wir den Fall eines Gerätenausfalls betrachten, denn als Folge des Ausfalls bleiben alle Dateien auf den Festplatten, aber es gibt keine Möglichkeit, sie ohne Software von Drittanbietern herauszuholen. Das Problem ist, dass NAS ein eigenes Betriebssystem verwendet, das RAID auf eine bestimmte Weise aufbaut und Daten auf die Festplatten schreibt. Wenn diese Festplatten an ein anderes Gerät oder einen PC angeschlossen sind, können Sie Ihren Status nicht wiederherstellen. Wenn Sie die Laufwerke beispielsweise an einen Windows-Computer anschließen, werden Sie Partitionen mit einem nicht erkannten Dateisystem sehen oder das Betriebssystem wird Sie auffordern, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren, was wiederum alle darauf verbliebenen Informationen löscht. Sie können dann nicht nur nicht auf die Datei zugreifen, sondern sie gehen auch verloren. Unter Linux erscheinen Festplattenpartitionen als Linux RAID und können nicht gemount werden. Denken Sie daran, wenn Sie die Festplatten unter Windows initialisieren oder die Partition unter Linux ändern, können alle Informationen überschrieben werden, was eine spätere Wiederherstellung erschwert. Versuchen Sie unter keinen Umständen die Laufwerke in irgendeiner Weise zu manipulieren, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun, dass Sie sonst Ihre Daten dauerhaft verlieren könnten. Um Informationen von den Laufwerken abzurufen, benötigen Sie eine spezielle Software, die das RAID aus den Laufwerken wieder zusammengesetzt und alle verbleibenden Dateien von ihnen zurückgeben kann. Um ein allgemeines Verständnis für die RAID-Erstellung zu erlangen, sehen wir uns an, wie man sie mit diesem Speichermodell erstellt. Während der Ersteinrichtung des Speichers in Schritt 5 werden Sie aufgefordert, die Speichermethode zu konfigurieren. Die Festplatte, die für den Aufbau des RAIDs verwendet werden soll, sind bereits markiert. Im Folgenden müssen Sie einen der vorgeschlagenen RAID-Typen auswählen, erstens 0 oder JBOD. Wählen Sie den RAID-Level und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie ein bestehendes RAID ändern möchten, müssen Sie zunächst alle zuvor erstellten Volumes entfernen. Öffnen Sie dazu das Menü Speichermanager. Wählen Sie hier alle Volumes aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen. Daraufhin erscheint ein Fenster, das Sie darauf hinweist, dass alle Daten gelöscht werden. Und nun die Festplatten zu einem RAID zusammenzufügen, klicken Sie oben auf Create. Geben Sie den gewünschten Typ an. Weiter. Wählen Sie die Datenträger aus und klicken Sie auf Erstellen. Sie werden gewarnt, dass alle Laufwerke gelöscht werden, klicken Sie zur Bestätigung auf OK. Damit wird der Erstellungs- und Initialisierungsprozess gestartet. Und wenn Sie fertig sind, haben Sie einen neuen Band. Wenn Sie versehentlich wichtige Dateien von einem NAS gelöscht haben, sollten Sie als erstes prüfen, ob die Funktion des Netzwerkpapierkorbs für das betreffende Verzeichnis aktiviert ist. Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, zuvor gelöschte Dateien wiederherzustellen. In diesem Lagermodell ist die
plus Funktion standardmäßig aktiviert. Um versehentlich gelöschte Dateien aus den Papierkorben wiederherzustellen, öffnen Sie die File-Station. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Ihre Daten gespeichert waren, und öffnen Sie den Papierkorb. Navigieren Sie nun zu dem Verzeichnis, in dem die Informationen gespeichert waren. Markieren Sie die Dateien, die zurückgegeben werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schlüssel, wählen Sie Recover und bestätigen Sie mit Ja. Die Dateien werden dann wieder in dem Ordner angezeigt, aus dem sie gelöscht wurden. Bevor Sie mit der Wiederherstellung von Dateien mit Hilfe der Software beginnen, vergewissern Sie sich, dass sich die zuvor gelöschten Dateien nicht im Netzwerkpapierkorb befinden. Um zu überprüfen, ob die Option für diesen Ordner aktiviert ist, gehen Sie zu Systemsteuerung, gemeinsamen Ordner und öffnen Sie die Einstellungen, indem Sie auf die Schaltfläche Ändern klicken. Das Kontrollkärtchen sollte hier auf Netzwerkpapierkorb aktivieren gesetzt sein. In diesem Fall können die Daten wiederherstellen, die tatsächlich auf dem Speicher gelöscht wurden. Wenn Sie Dateien nicht auf dem Papierkorb retten konnten, keine Sicherungskopie haben oder das Speichermedium aufgrund eines RAID-Fehlers abgestürzt ist und der Datenzugriff unmöglich ist, hilft Ihnen eine Datenrettungssoftware bei der Wiederherstellung wichtiger Informationen. Falls Sie den Zugriff auf Ihre RAID-Daten aufgrund eines ausgefallenen Geräts, eines falsch konfigurierten oder wiedergestellten RAIDs, versehentlich gelöschter Datei oder formatierender Festplatte verloren haben, laden Sie Hetman RAID Recovery herunter. Hetman RAID Recovery unterstützt alle gängigen Dateisysteme und RAID-Typen und regeneriert automatisch das ausgefallene RAID-Laufwerk, sodass Sie Informationen davon abrufen können. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, entfernen Sie die Laufwerke aus dem NAS und schließen Sie sie direkt an die Hauptplatine eines Windows-Computers an. Wenn ein Laufwerk ausfällt, können Sie je nach RAID-Level einige Daten verlieren, die nicht wiederhergestellt werden können. Wenn Sie ein Null-RAID verwenden, gehen Sie beim Ausfall eines Laufwerks einige Daten unwiderruflich verloren. Tatsache ist, dass diese Art von Array durch Datenstripping Leistungsorientierung ist. Das bedeutet, dass die Informationen in Teilen auf die einzelnen Festplatten geschrieben werden, was eine hohe RA-Leistung bei geringen internen Kosten ermöglicht. Im Gegenzug bietet sie aber keine Redundanz. Stellen Sie sich darauf ein, dass es in diesem Fall nicht möglich ist, die Daten vollständig wiederzustellen. Sobald die Laufwerke angeschlossen sind und das Programm gestartet wird, beginnt es automatisch mit dem Scannen der Laufwerke und erstellt ein fehlerhaftes RAID. Unten sehen Sie detaillierte Informationen über das erstellte RAID. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und dann auf Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse aus, Schnellsuche oder vollständige Analyse. Für eine vollständige Analyse müssen Sie angeben, welcher Dateisystemtyp auf den Laufwerken verwendet wurde. Es wird empfohlen, mit der Schnellsuche zu beginnen. Wenn die Software die gewünschten Dateien nicht findet, gehen Sie zurück zum Hauptmenü und starten Sie die vollständige Analyse. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Neu analysieren, vollständige Analyse, Angabe des Dateisystems. Nachdem Sie die Laufwerke durchsucht haben, öffnen Sie den Ordner, in dem sich die Dateien befindet, die Sie zurückgeben möchten. Die Software behält die gesamte Dateistruktur und die Dateinamen bei, sodass die benötigten Dateien leicht zu finden sind und ihr Inhalt im Vorschaufenster angezeigt werden kann. Wählen Sie alles aus, was Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie den Speicherort aus, auf dem Sie die Daten speichern möchten. Wählen Sie ein Laufwerk und dann einen Ordner aus und klicken Sie auf Wiederherstellen und fertig. Alle wiederhergestellten Dateien werden in dem angegebenen Verzeichnis gespeichert. Für den Fall, dass Sie eine AECSI-Verbindung verwenden, versehentlich Daten von einem Netzlaufwerk gelöscht haben und nicht in der Lage sind, sie aus dem Netzmüllcontainer wiederherzustellen, kann Hetman Praktische Recovery helfen. Wenn Sie Dateien von einem Netzlaufwerk löschen, müssen Sie den NAS nicht ausschalten und die Festplatten entfernen. Der Grund dafür ist, dass Windows das AECSI-Netzlaufwerk als physisches Laufwerk zuordnet und Sie es daher mit dem Programm wie ein physisches Laufwerk scannen können. Auf diese Weise können Sie nur dann Daten wiederherstellen, wenn das Gerät funktionstüchtig und das Netzlaufwerk zugänglich ist,
Andernfalls müssen Sie die erste Methode anwenden. Führen Sie die Software aus und scannen Sie das Laufwerk. Wie Sie sehen können, hat das Programm die gelöschten Dateien leicht gefunden. Hier sind sie mit einem roten Kreuz markiert und ihr Inhalt wird auch im Vorschaufenster angezeigt. Markieren Sie die Dateien, die Sie benötigen, und stellen Sie sie wieder her. Wie Sie also sehen, ist die Wiederherstellung von Daten von NAS gar nicht so schwierig, aber Sie sollten nichts überstürzen, da Sie am Ende alle Ihre Daten verlieren könnten. Wenn Sie den Zugriff auf die Festplatten im Array verlieren, versuchen Sie nicht, das Array durch eine neue Konfiguration wieder zum Laufen zu bringen, da dies ohne Formatierung des Laufwerks nicht möglich ist. Dies kann dazu führen, dass alle verbleibenden Informationen auf den Laufwerken beschrieben werden und der Wiederherstellungsprozess schwierig oder sogar erfolglos ist. Es ist ratsam, die Laufwerke so schnell wie möglich aus dem Gerät zu entfernen und in unklaren Situationen mit dem Wiederherstellungsprozess zu beginnen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.